Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Yay, das wollte ich schon immer mal tun. Wirklich mal die Königin der Kelche repräsentieren. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen was zusammengeschnippelt bekomme, dass wir dann auch mal einen kleinen Vergleich haben. Ich hoffe, euch gefällt es sehr. Erklärt mich für verrückt. Ich stand vorhin vor dem Spiegel und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich mich wirklich so vor der Kamera präsentiere, ich glaube, einigen wird es sehr gefallen, ne? Und andere werden sich denken, alter Verwalter, die ist wirklich vollkommen schmerzfrei, ne? Wobei wir beim Thema wären. Ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent und lasst uns einfach mal loslegen mit der Adventslegung. Ich saß jetzt nun hier, ne, und hatte wirklich überlegt, nehme ich die Klassikerlegung, nehme ich die Legung, die ich sonst auch immer unter der Woche hier für euch mache. Ich habe mir so gedacht, ich werde das aufbauend irgendwie versuchen, mit euch hinzubekommen. Es soll ein kleines Adventsspecial sein, aber ich merke eben auch, wenn ich mir zu sehr Gedanken mache, bin ich energetisch nicht mehr so sehr drin. Von daher habe ich hier den Impuls bekommen, lasst uns einfach mal schauen, was hier als allererstes jemand sagen könnte. Das könnte dich betreffen, das könnte dein König, deine Königin betreffen, das könnte aber auch euch betreffen. Lasst uns einfach mal schauen, es ist eine allgemeine Legung, die kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte wichtig für dich sein? Das gibt's doch nicht. Hatten wir das nicht schon? Nee, so ähnlich. So ähnlich hatten wir das. Es kann jetzt natürlich sein, dass du die Karte gar nicht so genau siehst. Aber seht's mir nach. Ne? Das ist ein Special heute. Aber vertraut mir und lauschet einfach mal meinen Worten. Hier ist eine Situation, ein Status quo, der folgend lautet: Ich weiß zurzeit nicht, was ich sagen soll. Deshalb halte ich meine Gedanken hinter dem Berg. Und ich bin auch nicht wirklich gesprächsbereit. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde. Solltest du dich melden. Krass. Also hier ist eine Situation, wie man unschwer erkennen kann, so wie ich es euch auch schon vorgelesen habe. Ich zeige euch die Karte jetzt trotzdem einmal in die Kamera rein. Auch wenn ihr sie scheinbar jetzt nicht so erkennen könnt. Aber es kann sein, dass das Ganze schon passiert ist. Du wartest auf eine Message von ihm oder ihr, aber es kommt nichts an. Anderes Szenario, was ich hier habe, ist, dass du einen bestimmten Kontakt blockiert hast. Ja? Und dass du irgendwie für dich erkannt hast, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe geredet, ich habe getan und gemacht, ich habe mich versucht zu erklären. Das gilt wahrscheinlich an all die Frauen da draußen, ne? Weil ihr lieben Männer da draußen, ihr seid da immer ein bisschen anders. Es ist so bei den Männern, wenn ihr irgendein Problem habt, dann seid ihr diejenigen, ihr zieht euch in die Höhle zurück und kommt da erst wieder raus, wenn ihr eine Lösung habt. Das heißt, natürlich könntet ihr euch einen Rat suchen, zusammen mit einem guten Freund. Also Männer gehen zu Männern und unterhalten sich und sagen, hey, hast du eine Lösung? Ja, das und das, okay. Und dann kommen die raus aus ihrer Höhle. Aber wir Frauen, wir sind da anders. Wir suchen uns eine Freundin und wir unterhalten uns da die ganze Zeit, bis ins kleinste Detail. Wir sind wahrscheinlich ja auch auf dem Weg nach Lösungen, aber wir brauchen die Kommunikation. Wir brauchen so eine richtige Kommunikation, über alles zu reden, um das alles, ja, es geht um das Außen, ne? um das nach außen zu bringen. Aber ihr Männer, ihr geht nach innen. Und deswegen
passiert das meist, ne? Dass die Frau dann auf den Mann zugeht, na Mensch, rede doch mit dir, was hast du denn? Und der Mann aber erstmal sagt, oh, ich habe gar kein Problem. Der macht das erstmal mit sich selbst aus. Und hier blockiert jemand die Kommunikation. Auch wenn ich das jetzt versucht habe, evolutionär zu deuten für euch, kannst du als Frau natürlich auch gesagt haben, ey, jetzt ist hier Schluss, ne? Ey, ich habe mir den gefühlten Arsch aufgerissen, um hier mich hier irgendwie zu erklären. Ich komme nicht weiter. Also hier ist Status quo blockiert. Wenn du ein Mann bist und hier zuschaust, dann kann es natürlich auch für dich stehen, dass du dich in der früheren Vergangenheit oder eben aktuell noch in einer Situation befindest, wo du dir wirklich so denkst, ich möchte in meiner Höhle sein. Ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe, ne? Wow, also ist nicht gerade so der schöne Start für für dieses Advents-Special, ne? Aber an sich ja doch, weil ich ja von euch schon weiß, unter meinen Legungen, ich lese ja eure Kommentare, dass da wirklich viele auch einfach nicht fähig sind, mehr aufeinander zuzugehen. Ist das denn auch so? Denn das ist ja der Status quo. Und das hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist gut. Denn jetzt schauen wir in die Zukunft. Was passiert denn demnächst? So genau bei euch. Blockierte Kommunikation. Wie darf es denn weitergehen? Gib mir da mal bitte eine Message. Jetzt sehe ich gerade, ne, ich sitze hier in meinem wunderschönen Königinnenkleid, aber ich habe die Engel der Liebitsch gar nicht dabei. Müssen wir mal schauen. Was haben wir hier? Die Acht des Feuers. Okay. Es ist aber nur von kurzer Dauer, ne? Also muss ich auch sagen, aktuell, heute, zum 4. Advent, Sonntag, sage ich jetzt mal, ist es wirklich so, dass jemand echt nicht mehr weiß, was er oder sie sagen soll. Oder eben du. Ja. Aber ich muss dir eben auch sagen, durch die Acht des Feuers, das ist ja nun wirklich, ich mache das mal ein bisschen so, ne? Das ist ja jetzt nun wirklich eine Karte, wo ja aber doch Bewegung reinkommt. Also Wusa. Hier darf Bewegung reinkommen. Hier kommen auch Nachrichten rein. Tatsächlich. Also das ist sehr ambivalent, ne? Also jetzt darf ich dir sagen, zum Status quo, auch wenn du einfach nur noch Lust hast, hier jemanden aus deinem Leben zu verbannen oder zu sagen, ich blocke hier die Communication, ne? Kommt hier trotzdem was rein. Also hier kommt trotzdem eine Message rein. Also einige von euch, ihr dürft wirklich aufatmen und das darf ich euch heute erzählen. Macht euch keine Gedanken, wenn euch jetzt jemand wirklich mal blockiert hat oder wirklich nicht sofort geantwortet hat, ne? Es kommt ja auch immer darauf an. Wie lange ist denn jetzt der Kontakt schon nicht? Ne? Ist es mal ein Tag? Sind es mal 2 Tage? Manchmal muss man halt wirklich ein bisschen länger überlegen. Aber natürlich wird es brenzlig, wenn sich das Ganze in die Länge zieht, ne? Aber aktuell ist es so, ja, blockierte Kommunikation, aber es darf hier wirklich trotzdem irgendwie weitergehen, ja? Und es könnte sein, dass auch eine Message reinkommt, wo du das Gefühl hast, es überschlägt mich. Aber da will ich mal ein bisschen tiefer reingehen, warum dich hier auch etwas in dem Sinne vielleicht überschlagen könnte oder was für eine Message da auch reinkommt. Fakt ist, Meldung kommt. Fakt ist, wenn du jemanden irgendwo erstmal ein bisschen im Unklaren lässt, wirst du dich definitiv trotzdem bei ihm oder bei ihr wieder melden. Ja, also es ist hier wahrscheinlich nicht die Intention dahinter, dass man sich hier einfach nur noch anschweigt und das war's. Ne? Oh, wolltest du gleich? Nein, ich möchte hier einfach noch mal reingehen und wissen, wenn eine Message reinkommt, um was geht es da? Genau. Das sind echt too much, aber nein, das sind mir zu viele, meine Lieben.
Ja, ich weiß, ihr werdet sagen, Königin, aber ich möchte es spüren, ne? Ich merke, ich bin auch ein bisschen aufgeregt gerade und dann fahre ich lieber doch noch mal ein bisschen runter. Ich meine, hey, ne? Ich sitze ja jetzt nun wirklich nicht jeden Tag mit einem Königinnenkleid hier und einer Krone auf dem Kopf, ne? Aber ich finde, es steht mir echt sehr gut. Und ich finde es auch echt schön, dass ihr so dabei seid und mir beim, ich sage jetzt mal, beim Wachsen zusehen dürft, macht, wie auch immer. Oh, der König der Kelche. Der König der Kelche wird sich bei dir melden. Die Königin der Kelche wird sich bei dir melden. Und das wird eine sehr gefühlvolle Nachricht sein. Das wird etwas sein, wo man sich wahrscheinlich dir gegenüber offenbaren möchte. Irgendetwas hat man zu erzählen und es wird ein Ereignis sein, was für dich vielleicht plötzlich kommt. Ja, wo du vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchst und dir denkst, okay, lasst uns mal weiterschauen. König der Kelche. Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, was hat denn er oder sie hier mitzuteilen? Ich weiß, wir wollen immer mal ein bisschen tiefer hier hineinschauen. Okay. Also was ich hier definitiv sehe ist, ich habe einmal The Queen of Wands und ich habe Temperance. Ja, und das zeigt mir, dass ihr klar wird, dass hier Harmonie reinkommen muss, unbedingt. Das sind die Wasser des Lebens. Es könnte wirklich so sein, dass jemand in seiner Klarheit sagt oder ihm oder ihr, ne, wenn jetzt ein Typ aus dieser Höhle rauskommt, dann wird ihm oder ihr hier auf einer bestimmten Art und Weise klar, wir sollten mal wieder in den Flow kommen, ne? In den Frieden und in die Harmonie. Weil, sag doch, Temperance heißt auch die Wasser des Lebens. Zu versuchen, diese Liebe, ne? Die Wasser sind ja jetzt nicht für umsonst, die Wasser repräsentieren ja die Liebe, die Gefühle. Dass man das in den Ausgleich bringt, dass man aber eben auch bereit ist, diese Gefühle, die man auch für dich hat, weil es ist auch nicht ungewöhnlich. Jetzt habe ich hier den König der Kelche. Der König der Kelche, der versucht das wirklich mit dir hier hinzubekommen. Das heißt nochmal im Kontext. Es könnte sein, dass du wirklich eher dich von einer Kommunikation distanziert hast. Ne? Weil die Königin der Schwerter, das ist eine Person, die schafft es mit der Kraft ihres eigenen Verstandes, das Schicksal, was ihr vor die Füße geworfen wird, wirklich auch gewuppt zu bekommen. Ja? Also ich nehme dich als sehr straight, also wahr, so rum, als sehr straight nehme ich dich hier wahr. Und ich nehme dich auch so wahr, als hättest du einen klaren Kopf, aber auch ein reines Herz. Aber du bist auch in einer Energie, wo du Klarheit und Wahrheit schaffen möchtest. Und es kann wirklich sein, dass du diese Kommunikation vielleicht auch zukünftig erstmal blockieren wirst, weil du durch deine Klarheit, durch deine Wahrheit, durch dein reines Herz, was du hast, nicht mehr weißt, was du mit ihm oder mit ihr anfangen sollst. Mehr als Wahrheit und Klarheit kannst du ja nicht schaffen, ne? Also so nehme ich das auch wahr. Und du könntest das Gefühl haben, okay, es kommt hier keine Antwort mehr. Ja, ich distanziere mich, ist okay. Aber die Acht des Feuers sagen es ja schon. Es kommt definitiv hier eine Message rein und man möchte wahrscheinlich hier auch Wahrheit und Klarheit. Aber
Der König der Kelche, der hier kommt, oder die Königin der Kelche, die hier kommt, möchte in diese gefühlte Kopflastigkeit, die man hier so inne hat. Es kann wirklich sein, dass du in einer bestimmten Situation einfach nur noch straight gehandelt hast. Ja? Aber dieser König, der hier kommt, der möchte Gefühl reinbringen. Auch wenn es er ist, der sich hier erstmal distanziert hat. Ja? Und man möchte hier mit zurechtkommen. Die Wasser des Lebens, die Welle mit dir mitschwimmen. Aber eben auch genau diese Gefühle, die man hat, mit dir in den Einklang bringen, ne? In die Harmonie. Das heißt, hier hat sehr wohl jemand noch einmal Redebedarf. Ob du das jetzt willst oder nicht und ob du glaubst oder nicht, dass hier jemand den Kontakt gänzlich vielleicht auch abgebrochen hat. Ich möchte jetzt trotzdem mal tiefer reingehen in die Lenormands, weil ich möchte jetzt einfach mal wissen, wenn hier jemand zurückkommt und Klärung und Harmony haben will, wie könntest du denn das Ganze letztendlich sehen? Wie könntest du reagieren? Ne? Weil ich auch einfach mal schauen will, ob wir uns hier auf den richtigen Pfad befinden. Wie könntest du reagieren, wenn du vielleicht wirklich glaubst, ach, der oder die kommt nicht wieder oder hat mir eh nichts weiter zu erzählen, ne? Ich weiß, ich hänge mich hier gerade ein bisschen auf, aber okay, das ist schön. Ich habe hier den Träumer. Und hier könnte es wirklich sein, dass du ihm oder ihr ja doch noch mal einen Vertrauensvorschuss gibst. Und es könnte natürlich wirklich auch raffiniert sein, weil ich krieg's auch gerade so rein. Ne? Jemand könnte sich so denken, nö, ich gehe in den Rückzug, ich überlege mal noch ein bisschen. Aber wenn ich dann wieder auf dich zukomme, dann soll das auch flowen. Ne? Dann soll das auch in den Flow kommen hier. Und ich nehme so wahr, dass du mit einer, weil hier stehen auch unerwartete Möglichkeiten. Ich nehme so wahr, dass du damit nicht mehr rechnen könntest oder dein König, deine Königin, dass hier etwas unerwartet kommt. Und du gibst hier ja doch noch einmal einen Vertrauensvorschuss. Umgekehrt, du ziehst dich zurück, sagst dir lange Rede, gar keinen Sinn. Du glaubst auch irgendwie nicht mehr daran, dass überhaupt eine Message kommt, aber die wird kommen. Und das wird unerwartet sein. Und jemand hofft, dass du ihm oder ihr hier nochmal einen Vertrauensvorschuss gibst. Ne? Ihr steckt alle in einem anderen Szenario. Ne? Es schauen tausende von Leuten zu. Münzt das auf euch um, wie stimmig es. Und ich schaue auch in die Zukunft. Ihr könnt manches einfach noch nicht wissen. Ne? Und wenn ihr merkt, nö, keine blockierte Kommunikation und so weiter, dann ist es wahrscheinlich heute nicht deine Legung. Ja? Wenn du aber in dieser Position bist, dass du einen Vertrauensvorschuss nochmal geben solltest, wie sieht das dein König, deine Königin? Was ist da so los? Was will man hier wirklich? Jemand fokussiert dich. krass. Okay, kommuniziere mit Weitsicht und sei ein Anführer. Ja, also jemand nimmt das auf jeden Fall jetzt in die Hand, was euch beide betrifft. Und das ist sehr schön. Wahnsinn, ne? Da schwenkt es mich gleich zurück. Also du denkst, es geht nicht mehr weiter, es hat alles keinen Sinn. Geredet. Ruhe. Aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Und das ist sehr wichtig hier. Also jemand hat dich voll auf dem Schirm. Hier kommt mehr rein, als du wirklich denkst. Und das wird wirklich etwas sein, wo man vorhat, sich auch zu öffnen, dir gegenüber. Und vielleicht auch gerade in dieser Zeit, ne? Fester Liebe. Die Besinnlichkeit. Wir kommen vielleicht auch alle mal wieder zur Besinnung. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber
Du wirst es spüren, dass jemand nicht loslässt, so wie du das vielleicht glauben könntest. Ne? Und jemand könnte sehr ambitioniert sein, dich hier wieder zurückerobern zu wollen. Und dann doch mit dir etwas zu klären und zu reden. Weil, wie gesagt, wir haben nicht ohne Grund die Acht des Feuers, was wirklich dafür steht, okay, aus eingeführten Status quo mit blockierter Kommunikation möchte ich, ne, weil hier könnte auch wirklich jemand denken, boah, Schatzi, Schatzi, du bist mir ganz schön kalt geworden, du. Das gefällt mir gar nicht. Ne? Weil hier ist ja ein König der Kelche. Ne? Das ist ja wirklich jemand, der auch verträumt ist, empathisch sein kann, mitfühlend sein kann. Und ich nehme fast so wahr, dass du auch so die Tendenz zur Königin der Kelche hast. Aber du wirst zur Königin der Schwerter. Ja, hier gibt es irgendwie Diskussionspotenzial. Also die Königin der Schwerter ist auch sehr kommunikativ, straight, offen, aber auch kühl und distanziert. Und dein König sagt hier aber, Baby, ich war jetzt lange genug in meiner Höhle. Komm, lass uns das hier mal ein bisschen, na, hinbekommen. In den Einklang bringen. Und du wirst ihr hier, auch wenn du für dich beschlossen hast und gesagt hast, nie wieder, du wirst noch mal einen Vertrauensvorschuss geben. Aber ich muss eben auch sagen, hier hat jemand sehr gute Argumente. Hier fokussiert dich jemand, hier will dich jemand zurück und das auch auf eine charismatische Art und Weise. So. Und das ist doch schon mal schön. Für einige vielleicht nicht. Nein, da braucht nicht wiederkommen. Nein, die braucht nicht wiederzukommen. Aber ich darf hier Hoffnung machen an die, die wirklich so ein schlechtes Gefühl haben von Scheiße. Ach, ich war vielleicht doch zu direkt, ne? Ich habe vielleicht auch doch zu sehr mein Schwert erhoben. Du als Königin der Schwerter. Lasst uns mal weiterschauen. Sonst rede ich mir wieder eine Pfütze auf die Zunge. Ne? So. Bekomme ich mal irgendeine Message noch? Ich habe ja jetzt für beide gelegt, für die Königin der Schwerter, für den König der Kelche. Es gibt einen Vertrauensvorschuss. Er oder sie fokussiert dich, will dich haben. Schön. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr endlich mal auf einen Nenner kommt, weil ich habe hier die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe stehen wirklich dafür, dass dir jemand sagen könnte, Baby, pass auf. Ich kann dir das vielleicht heute nicht sagen, morgen nicht sagen, aber ich plane echt mit dir. Also jemand möchte dir hier so eine gewisse Form an Sicherheit geben, dass man eben nicht auf dem falschen Dampfer ist mit dir. Oder du nicht auf dem falschen Dampfer bist mit ihm, mit ihr. Und einige könnten jetzt wirklich sagen, ne? Wie lange noch? Wie lange noch? Und die Frage könntest du ihm oder ihr auch stellen. Willst du, wie lange noch? Aber es ist wirklich so, dass hier jemand auf lange Sicht mit dir hier etwas plant. Ja, das steht wirklich dafür, hey, auf lange Sicht hier was Festes draus zu machen, auf jeden Fall. Es könnte vielleicht auch ein Aber kommen. Aber. Warum geht dies nicht? Warum geht das nicht? Lasst uns mal schauen. Den Eremiten. Also hier findet sich jemand echt selbst. Weißt du, das passt auch zum Eremiten, ne? Das passt auch zu dem Mann, der gefühlt in seiner Höhle ist. Verkriecht sich,
tüftelt, tut und macht, überlegt, aber der Eremit steht auch für Selbstfindung. Sein wahres Selbst erkennen. Wie sagt man das? Ach, das war auch so ein krasser Ausdruck gewesen. Hier kristallisiert sich sozusagen heraus, was man wirklich will. Und es könnte sein, dass jemand wirklich, wenn hier jemand Zeit braucht, gib ihr Zeit. Wenn du selbst merkst, ich habe keinen Bock mehr, ich laber mir eine Pfütze auf die Zunge, das passt doch, ne? Oh mein Gott, Königin, du bist absolut nicht königlich, genau. Aber nimm dir die Zeit, geh auf Distanz, denk drüber nach, Emotionen, lass sie runterkochen, ne? Aber gib dem König, gib der Königin auch die Zeit und ich glaube und glaubt's mir, es wird was richtig Tolles passieren hier, weil in dieser Ruhephase, es heißt auch, der Eremit steht auch dafür, dass man zu zweit einfach mal ein bisschen sich zurückziehen wird, um zu klären, hey, wie lange noch? Du sagst jetzt, du planst mit mir. Baby, Schätzelein, aber wie lange noch? Wie lange soll ich noch warten? Ja? Und da findet ihr mega viele Erkenntnisse. Also ganz ehrlich, es ist so, also ein Kontaktabbruch ist nur von kurzer Dauer. Das kann ich euch sagen. Also ja, hier will jemand mit dir auch ins Fließen kommen. Es soll fließen, soll laufen. Ja. Und du fragst dich, wie lange noch? Du gibst einen Vertrauensvorschuss, du verzeihst ihm oder ihr nochmal, schau dir das mal an, jetzt haben wir auch noch die Welt. Das wiedergefundene Paradies. Ihr werdet das zusammen meistern. Ich weiß, ich klinge vielleicht wirklich dramatisch, aber eine Königin darf auch etwas dramatisch sein. Ne? Und du darfst auch dramatisch sein. Egal, ob du ein König oder eine Königin bist. Passt auf. Es ist eine wunderschöne Legung. Es ist gefühlt, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich darf euch heute sagen, gebt euch die Zeit, um darüber nachzudenken, was das mit euch werden soll. Und das tut hier jemand. Und jemand kommt definitiv auf dich wieder zu. Eine Blockade wird aufgehoben. Ihr werdet euch gemeinsam zurückziehen und darüber reden, wie lange noch. Und gleichzeitig habe ich hier aber auch die Welt. Und die Welt ist wirklich diesen Frieden finden, miteinander im Einklang sein und auch wirklich gefühlt dieses, dass jemand dir wirklich eingestehen könnte, hey, sorry, dass ich mich einfach so verpieselt habe. Ne? Das passt auch zu meinen letzten Legungen. Jemand verpieselt sich. Aber das ist wichtig. Bei jemandem wird hier klar, du bist für mich einfach die Person, wo ich mich am wohlsten fühle. Die Welt, das ist gefühlt wie Urlaub. Es könnte jemand in deine Richtung einfach merken und erkennen, mit dir trinke ich am liebsten Ambrosia, esse Weintrauben, lass es mir gut gehen, es ist wie Urlaub. Ne? Die Vöglein, die zwitschern, das Wasser plätschert so schön. Ich fühle mich wohl bei dir. Du bist einfach für mich die Welt. Wenn ich dich in einem Wort beschreiben sollte, dann bist du die Welt für mich. Und ich weiß, das ist für viele wieder so eine Märchenlegung, ne? Dass ihr euch denkt, na Königin, aber der doch nicht, aber die doch nicht. Aber vielleicht darf man es auch nicht zu sehr runterreden. Vielleicht kannst du es dir auch nicht so eingestehen, dass du die Welt sein könntest. Was wäre denn, wenn es so wäre? Und das ist halt das, was dir hier gerne jemand aufzeigen möchte, egal was hier natürlich gerade los ist bei euch. Ne? Es war ja irgendein Grund, warum man hier den Kontakt blockiert hat. Darf ich den hier noch erfahren?
Die Acht der Schwerter. Ganz ehrlich, man hat hier einfach verzichtet. Man hat sich selbst einfach nur gefühlt verrückt gemacht. Das sind Selbstzweifel, selbst an sich gezweifelt, selbst nicht so richtig gewusst, wo der Hase hier hinhoppeln durfte oder sollte mit dir. Sich vielleicht auch selbst sich selbst eingeschränkt, die ganze Zeit schon. Man wollte dich die ganze Zeit schon, aber man hat sich selbst eingeschränkt, um auf einer höheren Ebene weitermachen zu können. Vielleicht so, wie man das selbst für richtig gehalten hat, ohne dich vielleicht auch mal zu fragen, ne? Es kann aber auch echt sein, man hat das Gefühl gehabt, hey, wenn ich dir jetzt gleich antworte, dann bin ich absolut noch gar nicht für mich selbst geklärt. Also schränke ich mich jetzt einfach mal selbst ein. Ich weiß ja, wenn ich zu dir zurückkomme, dann auf einem anderen Level. So nehme ich das auch wahr. Also jemand macht das oder hat das bewusst gemacht, sich hier erstmal einfach nicht zu melden, obwohl man das Gefühl hat, hey, das ist wie Ghosten, ne? Das ist natürlich auch, ne? Also da könnte man wirklich auch denken, ey, bist du feige? Du gehst einfach, du antwortest mir nicht mehr, ne? Weißt gar nicht, wo hinten und vorne ist. Wenn man Ghosting betreibt, dann ist das gefühlt wie im freien Fall. Man spürt einfach eine Machtlosigkeit. Verlustangst kommt auch mega krass hoch. Aber das hat man echt nur gemacht, um auf einer höheren Ebene weiterzukommen, ne? Aber es kann sein, dass hier jemand das Gefühl hat, ich falle. Oder du hast das Gefühl gehabt, ich falle hier einfach nur noch. Und das darf sich ändern. Und weißt du, für umsonst kommt ja nicht die Karte noch vom Vertrauensvorschuss. So krass, wie das vielleicht sein mag, dass man gefühlt von heute auf morgen hier vielleicht mit jemandem keinen Kontakt mehr hat, wirst du ihm oder ihr aber trotzdem wahrscheinlich noch einmal einen Vertrauensvorschuss geben. Ja. Und da kriege ich auch so rein, einige werden sagen, nö, das mache ich nie wieder, nö, hat er doch gar nicht verdient. Es kann wirklich sein, dass es einige auch nicht machen. Aber ich habe hier eine Legung, da wird es gemacht. So. Und dazu hätte ich jetzt trotzdem noch mal gerne eine von den Ojo. Oh, ja. Es war wie in meiner letzten Legung, ne? Ich habe hier den Blitz. Den siehst du jetzt auch nicht so richtig gut, denke ich mal. Aber der Blitz steht wirklich hier auch dafür. Alle Beschränkungen, Einengungen wirklich zu sprengen. Vielleicht auch wirklich mit dem Hintergrund, verbrannte Erde zu hinterlassen, damit ihr etwas Neues aufbauen könnt. Aber hier soll es wirklich darum gehen, dass man hier wirklich sagt, ich plane mit dir langfristig. Aus den und den Gründen sieht so und so aus. Es ist, wie gesagt, jeder in einem anderen Szenario. Leute, die hier neu zuschalten, die sich fragen, ja, was eiert denn der hier so rum? Was eiert die denn so rum? Einige schreiben auch Kommentare. Habt ihr keine anderen Probleme? Ja, aber ja, ich gehe ja tiefer rein. Wie sind die Gedankengänge? Wie sind die Gefühle? Wie ist es auch in der Realität irgendwo? Ne? Und es ist hier eine Situation, wo man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie man mit dir hier weitermacht. Vielleicht auch hier, weil jemand noch vergeben ist, verheiratet ist, vielleicht mit seinem noch Partner, noch Partnerin eine eigene Firma hat oder ein Haus aufgebaut hat oder auch wegen der Kinder. Also das ist ja wirklich eine Sache, wo dir jeder Psychologe empfiehlt, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, mach das nicht mit dem Scheiden. Lass dich nicht scheiden. Eine Affäre ist nur eine Flucht. Aber die Sache ist die, ist es wirklich so?
Ist es wirklich nur eine Flucht oder ist schon längst der Ofen aus? Und jeder steckt in einem anderen Szenario fest. Ja? Ich stelle mir zum Beispiel auch immer die Frage, und das ist für mich hier jetzt auch mal ganz wichtig, es gibt einmal die Psychologie und es gibt einmal die Philosophie. Nicht die Philosophie, ja, die auch, aber die Spiritualität. In der Psychologie sagt man dranbleiben, wenn du in einer Partnerschaft bist, das eben auch zu klären. Dran zu bleiben und das auch, weißt du, wie gesagt, wie ich schon erklärt hatte, du gehst in einem weißen Raum, du bist mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wenn ihr frisch zusammen seid oder zusammenkommt, dann seid ihr wie in einen hellen Raum. Aber im Laufe der Zeit kommt eben, ich weiß, ich wiederhole mich, ich sage das auch heute nur noch zum letzten Mal für einige, die es jetzt schon langsam langweilt. Aber ab und zu kommt halt immer mal ein bisschen Müll rein, ne, von außen, was ihr als Pärchen klären solltet. Und irgendwann könnte in diesem Raum ganz, ganz, ganz viel Müll drin sein, was ihr vielleicht gar nicht mehr klärt. Und dann kommt vielleicht auch ein paar Therapeut oder so und sagt, hey, guckt euch mal den ganzen Müll an in euren Raum da. Das müssen wir jetzt mal wahrscheinlich klären hier. Ne? Psychologische Ordnung und so, Beziehungsdynamik, was willst du, wie bist du aufgewachsen, bla bla bla. Und dann kann es tatsächlich sein, dass man das wieder in den Griff bekommt. Aber in der Zeit, wo so viel Müll im Raum ist, könnte der eine schon geflüchtet sein in eine Affäre, weil man sich denkt, ich halte das da zu Hause nicht mehr aus, da liegt mir zu viel Müll rum. Ich habe mit ihm, mit ihr so oft gesprochen, ob sie mir hilft, ob er mir hilft. Ich schaffe das alleine nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, ich flüchte mich in eine Affäre. Jetzt kommt aber die Spiritualität, die eben sagt, werdet wie die kleinen Kinder. Das kleine Kind baut sich ein Türmchen auf und puff, macht's kaputt. Weil es heißt, bist du Meister in einer Disziplin, musst du wieder Meister werden in einer anderen Disziplin. Wie viele lassen sich wieder scheiden oder trennen, wenn man sich ein Haus gekauft hat? Oder haben da vielleicht schon eine Affäre? Das ist so, ich hoffe, ihr kommt noch mit, was ich euch sagen will. Was stimmt? Psychologie oder das wahre Selbstleben, das wahre, dieses Kindhafte, okay, diese Welle mitschwimmen des Lebens. Ne? Wir hatten ja jetzt hier, jetzt finde ich die Karte leider nicht mehr, wir hatten ja die Harmonie gehabt, die Wasser des Lebens mitschwimmen. In welcher Energie bist du selbst? In welcher Energie ist dein König, deine Königin? Ah, es gibt schon auch sehr tiefgründige Fragen, die ich mir auch selber stelle, weil ich mich teilweise wirklich auch selber so ein bisschen auf Recherche mache, was letztendlich wirklich auch passt. Ja? Oder ist es nicht einfach ungehobelt, wenn ich jetzt mein wahres Selbst lebe und alle nur noch verarsche? Aber ich lebe mein wahres Selbst. Es ist Themen über Themen, aber diskutiert das mal bitte unter dem Video. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wer gewisse Anhaltspunkte hat. Ich kann nicht immer richtig liegen. Will ich auch gar nicht. Aber dafür seid ihr auch da. Ne? Hier ist eine Situation, hier sprengt man wirklich diesen Turm wie das kleine Kind, was sagt, ich bin jetzt Meister in dieser Disziplin. Ich werde jetzt Meister in der nächsten. Und das hat was mit dir zu tun. Ich trenne mich. Ich trenne mich von meinem Noch-Partner, von meiner Noch-Partnerin. Ich trenne mich von bestimmten Verhaltensweisen, Verhaltensmustern. Für dich möchte ich mich vielleicht auch hier verändern. Na, das hatten wir jetzt gestern schon in der Legung, dass jemand bereit sein könnte, sich auch von irgendwelchen Marotten zu trennen für dich. Oder jemand könnte sagen, Baby, wir machen hier Tabula Rasa. Break, wir fangen noch mal ganz von vorne an und das jetzt auf jeden Fall richtig, weil du bist einfach hier
meine Welt. Ich fühle mich wohl bei dir. Du bist einfach the one and only hier, ne? Und das habe ich gemerkt in meiner geführten Rückzugsphase. Wenn ich mich hier selber immer wieder einschränke, das sind auch enge Strukturen, das ist Unsicherheit. Das will man auch hier sprengen. Ja, also das heißt, es wird nicht mehr, also jemand kommt hier wirklich wieder und hat aber nicht mehr vorzugehen und möchte dich haben in seinem, ihrem Leben. Und meldet sich, auch wenn du glaubst, da kommt nichts mehr. Aber gerade jetzt um die Weihnachtszeit könnte es für jemanden noch mal klarer werden. Ich vermisse dich. Ja. Oh Leute, ich habe jetzt so viel erzählt. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt damit, ne? Mir ist es gerade so rausgesprudelt, dass ich noch mal das Gefühl hatte, okay. Ich muss euch noch ein bisschen erzählen über meine Gedankengänge, die ich so habe. Vielleicht sehe ich das auch in einem zu großen Rahmen oder vielleicht auch einfach zu kompliziert, ne? Weil in der Psychologie sagt man halt immer, es ist auch einfach mal wichtig, Stellung zu beziehen, als nur dieses, okay, er meldet sich nicht mehr, ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz in meiner Mitte. Jeder weiß doch, dass man nicht in seiner Mitte ist. Da ist in der Ecke in dir immer ein kleines Fünkchen Hoffnung oder ein kleines Fünkchen Angst. Ich weiß nicht. Manches, ja, ich muss wirklich sagen, ich habe hier ein Geheimnis. Alles wird sich zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Also hier wird sich jemand bald öffnen. Aber ja, ich mache mir halt wirklich auch Gedanken so ein bisschen darüber. Was? Ach, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich finde es halt auch immer gut, wenn man mal Stellung bezieht, ne? Als da so sehr bei sich selbst zu sein, ich glaube, das will ich gar nicht. Aber wir werden es sehen. Wow, schau dir das an. Ich habe den Neuanfang für dich. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Also hier kommt definitiv ein Neuanfang rein. Also hier will man aber halt auch wirklich sagen, okay, aber dies, das und jenes. Und da möchte man sich auch mit dir wirklich drüber unterhalten. Ein Geheimnis, du weißt davon noch nichts. Aber das darf sich jetzt lüften. Das wird, also hier hat dir jemand wirklich ein bisschen was zu erzählen. Genug. Das, was man hier geschwiegen hat, das kriegst du jetzt. Und deswegen überschlagen sich auch die Ereignisse. Aber ich habe hier wirklich ein neues Abenteuer erwartet dich. Ich habe hier einen Neuanfang, ob du willst oder nicht. Der wird hier kommen, definitiv. Und auch wenn du dir jetzt so denkst, so, ne? Nee, will ich nicht mehr. Du könntest hier echt auch noch mal rumrudern, muss ich auch sagen. Ne? So, jetzt gucke ich mal. Ich muss jetzt mein Krönchen richten. Wahrscheinlich soll ich das zu euch allen auch sagen, ne? Krönchen richten, weitermachen. Genau. So, meine Lieben, es ist vollbracht. Ich muss euch sagen, es ist mir eine Ehre, heute wirklich mal in einem Königinnenkleid hier vor euch zu sitzen. Ne? Ich habe euch ja davon erzählt, ich hätte gerne mal dort oben auf den Kyffhäuser geheiratet. Und ich habe mir nämlich schon so gedacht, okay, jetzt hatte ich zwar nicht das, ne, ich damals mit meinem Umstandskleid, aber was ich mal machen will, ist einmal wirklich die Königin repräsentieren, die Königin der Kelche. Und wer sie nicht kennt, ich suche die mal aus den Tarot raus. Ich glaube, ich hätte diese Karte auch einfach schon vorher mal raussuchen können, ne? Aber ihr wisst, Königin der Kelche und Planung. Und ich habe mir das heute wirklich einfach mal erfüllt, auch wenn einige jetzt hier denken, boah, Alter, hat die ein Rad ab oder so, ne? Oder ich weiß es nicht. Aber ich fand, das war eine richtig geile Idee. Das ist das falsche Tarot, da ist die nicht so hübsch, wie ich mir das vorgestellt habe.
Finde ich das Tarot hier noch irgendwo? Nee, leider nicht. Ich mache mal ein Foto von als Vergleich. Genau. Und dann schauen wir mal, ob ich dem Ganzen so nahe komme. Wie gesagt, also es war mir eine Ehre, heute mal wirklich die Königin der Kelche zu repräsentieren. Ich hoffe, es gefällt euch. Was ihr nicht erkennen könnt, es steckt hier wirklich viel Arbeit dahinter. Na, also dieses Kleid, ich kann mich auch mal hinstellen, das seht ihr wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so gut. Das ist hier wirklich echter Wahnsinn. Wartet mal, kann ich euch hier auch so ein bisschen umstellen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das hat bei mir, das hat mein König. Der hat das jetzt hier so hintrapiert, dass das auch echt alles passt. Aber es war ein langer Weg, du. Das kann ich euch sagen. Ja, ich will jetzt auch gleich mal schauen, ob ich noch ein paar Fotos machen werde. Geplant war alles noch ein bisschen anders, aber dazu möchte ich jetzt erstmal nichts weiter sagen. Ich hoffe, euch hat erstmal die Legung gefallen und ich hoffe, ich konnte euch damit überraschen, dass ich heute in 2022 einfach mal eine andere Art von Königin der Kelche repräsentieren durfte. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen, besinnlichen vierten Advent. Achtet darauf, wenn er oder sie sich hier bald wieder bei dir meldet und schreibt mir einfach mal unters Video, wie es denn tatsächlich auch abgelaufen ist. Ne? Einige schreiben ja dann auch wirklich, es gibt's nicht. Er hat sich echt gemeldet. Sie hat sich echt gemeldet. Wartet einfach mal ab, meine Lieben. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet, aktiviert die Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.